Ramona, 0-0. Am Ende ist das vielleicht für Duisburg besser dann für euch. Ja, schon. Also wir haben uns auf jeden Fall mehr erhofft. Es wäre auch mehr drin gewesen, muss man sagen, aufgrund der ersten Halbzeit. Letztendlich sind wir für sich eine Niederlage an. Ja. Sicher, die erste Halbzeit hatte ihr ganz viele schöne Möglichkeiten. Ja, da können wir locker 3-0 in Führung gehen, also ist jetzt nicht übertrieben. Müssen die dann auch reinmachen wirklich, gerade in der Situation, wo wir sind, müssen die dann einfach rein. Ist ärgerlich jetzt, kann man nicht mehr ändern, aber am Ende haben wir auch noch Glück. An die andere Seite, Jena verliert auch, also da unten ist noch nicht direkt was passiert, aber es wird wohl Zeit, dass ihr irgendwo Punkte gewinnt. Ja, also immerhin haben wir jetzt einen Punkt geholt, das ist ja auch ganz gut, besser als 0 Punkte, aber trotzdem müssen wir noch ein paar Punkte holen. Ja. Es gibt für euch eigentlich noch eine schöne Geschichte, dein Pokal, ihr seid ganz knapp von Köln ab, das Heimspiel. Das ist etwas Spezielles. Ja, das ist was Besonderes. Also eigentlich stellen wir uns in jedem Jahr vor der Saison das Ziel, dass wir ins Pokalfinale mal wollen. Und dieses Jahr haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Haben jetzt auch mit Sand einen Gegner, der auf jeden Fall schlagbar ist. Und das wollen wir natürlich auch dann erreichen. An die andere Seite, ja, da gehen ja welche Spieler schon weg. Die beiden Gnags gehen weg. Wie sieht es für Leverkusen aus nach dieser Saison? Das ist schon Qualität, was weggeht. Ja, schon. Also seitens des Vereins haben wir die klare Ansage, dass wir unterstützt werden, dass es auch weitergehen soll in beide Richtungen, erste und zweite Liga. Deswegen, der Verein unterstützt uns. Aber es ist natürlich schwer, dann wieder Spielerinnen zu kompensieren und muss man gucken, wie sich das alles entwickelt. Ja, aber immer der Klassenerhalt ist noch immer möglich. Ja. Und da gibt es noch welche ganze Pokalfinale, ist aber dann in die Meisterschaft. Ja, also Meisterschaft ist schon wichtiger. Wir wollen die Liga halten. Alles andere, was kommt mit dem Pokal, ist dann halt Zusatz. Das wollen wir natürlich halt auch so gut wie möglich bestreiten. Aber der Fokus liegt erstmal auf der Liga. Ja, und die andere Seite, ein Pokalfinale in Köln. Das muss für euch fast ein Heimspiel sein. Ja, das wäre natürlich überragend. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Glück am Sonntag, denke ich, dass es ist. Und viel Erfolg in die Liga. Dankeschön. Danke.